Herbst 2015. Hunderttausende auf der Flucht nach Deutschland. Ungarn baut einen Grenzzaun. Das ist kein europäisches Problem, das ist ein deutsches Problem. Kanzlerin Angela Merkel setzt ein historisches Zeichen. Die Flüchtlinge dürfen kommen. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Optimismus, den viele teilen. Eine Welle der Hilfsbereitschaft. Das ist das helle Deutschland vor allen Dingen. Das ist Menschlichkeit, ne? Humanität. Aber der Ansturm reißt nicht ab. Können wir das wirklich schaffen? Es ist richtig, dass die Leute untergebracht werden müssen und vernünftig behandelt werden müssen. Gibt es überhaupt keine Frage. Aber es gibt auch Bürger, die auch vernünftig behandelt werden wollen. Radikale nutzen Ängste und Zweifel für ihre Zwecke. Der soziale Friede wird natürlich irgendwo zur Disposition stehen. Gewalt in den Unterkünften. Holen wir die Probleme der Herkunftsländer nach Deutschland? Wir haben Hinweise auf mögliche Personen, die Mitglieder von terroristischen Vereinigungen waren in Syrien, in Irak. Wir können die Sicherheit in Deutschland nicht garantieren. Tausende Neuankömmlinge, Tag für Tag. Wie lange hält die Gesellschaft das aus? Die Aufnahmefähigkeit Deutschlands ist endlich. Wir müssen die Zahl begrenzen. Wie viele Flüchtlinge verträgt Deutschland? Der Ansturm und die Folgen. 'Sasbachwalden im Schwarzwald. Der malerische Luftkurort lebt vom Tourismus. Mitten in die Idylle platzen jetzt die Folgen von Krieg und Terror. 3 Jahre stand das Nobelhotel leer. Statt Touristen kommen nun Flüchtlinge. Einer von hunderten Orten in Deutschland, an denen die großen Fragen der Krise deutlich werden. Können wir uns die Aufnahme von so vielen leisten? Wen wollen wir haben und wen nicht? 800.000 Flüchtlinge und mehr. Schaffen wir das wirklich? Und unsere erste Frage. Wer kommt da überhaupt zu uns? Und wer muss wieder gehen? Plötzlich sind sie da. 500 Flüchtlinge. Die Bürger von 'Sasbachwalden werden vor vollendete Tatsachen gestellt. Zwiespältig. Man hat Verständnis für alles. Aber diese Menge ist auch ein ganz schwieriges Thema. Was sollen die da oben machen? Da ist überhaupt keine Möglichkeit, nur spazieren gehen. Das ist in Ordnung, wenn Plätze frei sind. Die Leute müssen ja irgendwo hin. Unter den Flüchtlingen viele Syrer. Ihre Odyssee führt fast immer übers Meer. Und dann wochenlang auf der sogenannten Balkanroute nach Deutschland. Die erste deutsche Mahlzeit? Spätzle. Es schmeckt anders als unser Essen, aber es ist gut. Danke. Dima floh ohne ihren Mann und die Kinder aus Syrien. Aus dem sicheren Asyl will sie die Familie nachholen. Das ist mein Zuhause. Die dreifache Mutter stammt aus Damaskus, gehört zur Mittelschicht, wie viele hier. Ich war in einem Schlauchboot. Es ist gesunken. Und alle meine Sachen, alle meine Kleider sind im Meer verschwunden. Jedes Mal, wenn wir die Möglichkeit dazu hatten, haben wir Stück für Stück alles neu nachgekauft. Aber das ist natürlich sehr, sehr teuer. Flucht ist teuer. Man muss Schlepper bezahlen, sonst kommt hier keiner rein. Das heißt, wir haben nicht die Ärmsten der Armen, wie es oft in den Köpfen der Menschen ist, die hier ankommen, sondern sie haben Gruppen, die einen langen Weg hinter sich haben, die einen großen Überlebenswillen haben. Sichere Zahlen zur Herkunft der Flüchtlinge gibt es bis Ende Oktober. Demnach kommen rund 6% aus dem Irak und Afghanistan. 30% aus Syrien, 32% vom Balkan, also aus sogenannten sicheren Herkunftsländern. Daten zur Religionszugehörigkeit der Flüchtlinge gibt es bis zum Juli. 4,7% Jesiden, knapp 18% Christen,
Die meisten sind Muslime, fast 70%. In den Erstaufnahmeeinrichtungen sind die Flüchtlinge nicht nach Religionen oder Ethnien getrennt. In Kassel-Calden kommt es im September zu Ausschreitungen und Prügeleien. Die Enge des Lagers, Langeweile. Meist reichen da schon Kleinigkeiten, um einen Streit auszulösen, wie uns ein iranischer Flüchtling berichtet. Ich glaube, die meisten Streitigkeiten haben nichts mit Religion zu tun. Es geht um einfache Dinge. Die Menschen dort respektieren sich nicht mehr untereinander und es kommt zu Streitigkeiten. Sofort verbünden sich die einzelnen Nationen und dann schlagen sie sich gegenseitig. Jeder will nur sein Land verteidigen. So wie in Hamburg-Bergedorf. Syrer und Afghanen schlagen sich um einen Toilettenschlüssel. Die Bilder sind da, wo es in den Unterkünften zu Konflikten zwischen Flüchtlingen kommt. Und das untergräbt die Aufnahmebereitschaft und das fördert rassistische Stimmungen, die es in Deutschland ja sehr wohl auch gibt. Stimmungen. Wie auf den Pegida-Aufmärschen. Eine laute Minderheit im Land, die das Grundrecht auf Asyl in Frage stellt. Das Grundrecht auf Meinungsfreiheit für sich selbst besonders weit auslegt. Oft bis über die Grenzen der Legalität. In den sozialen Netzwerken Hasstiraden von rechts außen, manche unter Klarnamen. Offene Verstöße gegen geltendes Recht. Aufruf zu Gewalt, Volksverhetzung. Doch solche Einträge werden bislang kaum strafrechtlich verfolgt. Worte, die den Weg zur Gewalt ebnen. Brandanschläge gegen Asylheime, Drohungen und Angriffe gegen Politiker. Trauriger Höhepunkt, der Mordanschlag auf die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Die Radikalen hoffen auf Zustimmung in der Bevölkerung. Denn die Ängste nehmen zu. Hier läuft was falsch. Die kommen hierher und kriegen alles in den Hintern gesteckt. Da haben wir einen Deutschen, wenn die alle nach Deutschland kommen. Und das Zehnfache an Ausländern. Unsere Meinungsumfrage zum Thema, fühlen Sie sich durch Flüchtlinge in Ihrer Sicherheit bedroht? Nur 16% sagen ja, 84% nein. Die große Mehrheit sieht die Lage also eher gelassen. Und das, obwohl die Folgen der Flüchtlingswelle noch gar nicht absehbar sind. Wir haben auch viele Gerüchte über steigende Kriminalität durch Asylbewerber und Flüchtlinge in Einrichtungen oder außerhalb. Von Ladendiebstahl über Vergewaltigung, Drogenhandel und vieles andere mehr. Wir arbeiten an einem Lagebild, um Fakten diesen Gerüchten entgegenzustellen. Nach allem, was wir hören, ist es in Deutschland sehr unterschiedlich. Und wir wollen das genau untersuchen, um dann auch gezielt dagegen vorzugehen. Welche Probleme der große Ansturm mit sich bringt, war wochenlang vor dem Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales sichtbar. Das ist doch nicht fair. Manche bekommen ihre Papiere sofort, andere müssen 20 Tage warten. Das deutsche Asylverfahren erfordert bislang vor allem eins: Geduld. Am Anfang steht das Warten auf Registrierung. Foto, Fingerabdrücke, persönliche Daten. Danach heißt es wieder: Warten auf den nächsten Termin. Oft über Wochen. Dann erst beim zweiten Termin können Flüchtlinge einen Asylantrag stellen. Zuständig? Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. In der Regel dauert es danach noch einmal mehrere Wochen bis zur persönlichen Anhörung beim Entscheider. Mit Hilfe eines Dolmetschers trägt der Flüchtling vor, warum er Asyl beantragt. Eine Entscheidung fällt aber immer noch nicht. Die dauert noch einmal Wochen oder Monate. Am Ende vergeht so im Schnitt ein halbes Jahr bis zur Annahme oder Ablehnung eines Asylantrags. Zum Vergleich, Schweizer oder norwegische Behörden brauchen dafür nur wenige Tage. Die langen Wartezeiten in Deutschland machen aggressiv und verzweifelt. Berlin vor der zentralen Annahmestelle. Zwei irakische Flüchtlinge drohen zu springen, wenn sie nicht umgehend registriert werden. Feuerwehr und Polizei rücken an. Schließlich bekommen die Männer ihre Unterlagen. Danach werden sie abgeführt und wegen Nötigung angezeigt. Die Stimmung unter den Flüchtlingen ist explosiv. Ein neues Gesetzespaket soll helfen. Doch noch hat sich nicht viel verändert.
Das Ausland staunt über die Deutschen, die doch eigentlich als Weltmeister im Organisieren gelten. Es ist jetzt eine politische Kultur in Deutschland, die nicht mehr von Berechenbarkeit, Verantwortlichkeit und Vernunft geprägt wird, sondern von den Emotionen. Und auch ein Gefühl, das habe ich auch als das Hippie-Gefühl beschrieben, wo man einfach sagt, wo man Gesetze sieht, die man selber nicht mehr folgen wird, dass man sie gar nicht ernst nimmt. In Bayern ist der Ansturm besonders zu spüren. Hier in Ingolstadt sind seit dem 1. September nur Flüchtlinge vom Balkan untergebracht. Also aus sogenannten sicheren Herkunftsländern. Das Ziel heißt, schneller abschieben. Wir machen jetzt zusammen Ihre Aktenanlage. Wann Sie in Deutschland eingereist sind, Ihre Augenfarbe und Ihre Größe werden wir auch aufnehmen. Alles an einem Ort. Da die Antragsteller hier direkt auf dem Gelände leben, können sie morgens hier direkt zur Aktenanlage erscheinen, können dann relativ schnell am gleichen Tag noch zur Anhörung nach oben und sind dann quasi mit dem Prozedere an einem Tag schon fertig. Um eine erneute Einreise unter anderem Namen auszuschließen, werden Fingerabdrücke genommen und zentral gespeichert. Die sogenannten Entscheider sitzen im gleichen Container. Ich begrüße Sie ganz herzlich beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Ich bitte Sie, Ihre Asylgründe vollständig und auch wahrheitsgemäß vorzutragen. Entscheidungen fallen hier um ein Vielfaches schneller als im Rest der Republik. Bei uns ist es jetzt so, dass wir, dass das so schnell wie möglich entschieden werden soll, ich auch das Asylverfahren so schnell wie möglich entscheide. Und das könnte sogar noch am nächsten Tag erfolgen. Für die jetzt von der Bundesregierung geplanten Einreisezentren könnten die Erfahrungen der Bayern hilfreich sein. Wir haben schlankere Verfahren, weil der Dolmetscherpool begrenzter ist. Wir müssen nicht diese breite Palette an Ländern abarbeiten, wo sich Entscheider auch in einer breiten Palette von Herkunftsländern kundig machen müssen. Lösungen sind dringend gefragt. Denn Deutschland, das bevölkerungsreichste Land Europas, ist das beliebteste Fluchtziel. Die letzten offiziellen Zahlen vom Juli. Verglichen etwa mit Italien, Ungarn oder Schweden, werden europaweit mehr als die Hälfte der Asylanträge in Deutschland gestellt. Wer abgelehnt wird, kann dagegen klagen. Wie hier am Verwaltungsgericht Trier. Und das kostet bislang wieder viel Zeit. Im Schnitt rund 6 Monate. Wir müssen die Behörde auffordern, ihre Akten vorzulegen. Häufig will der Anwalt anschließend Akteneinsicht haben. Wir müssen uns mit der Sache beschäftigen. Also unter 3 Monaten ist es kaum zu machen, weil ja auch die Ladungsfristen eingehalten werden müssen. Wir müssen Dolmetscher laden. Das dauert halt alles seine Zeit. Mehr als 40% der abgewiesenen Asylbewerber reichen Klage ein. Für die Gerichte eine wachsende Belastung. Guten Morgen. Ich eröffne die Sitzung der 5. Kammer des Verwaltungsgerichts Trier und darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Mehr als eine Stunde nimmt sich Richter Braun Zeit. Die Regeln des Rechtsstaats sind für alle gleich. Die Frage, wie lange ein Rechtsmittel den Aufenthalt des betroffenen Flüchtlings sichert, ist eine Frage der Organisation der Justiz, ob ich 1, 2 oder 3 Jahre auf eine mündliche Verhandlung warte. Aus Sicht des Betroffenen halte ich es für absolut unabdingbar, ihm die Möglichkeit zu geben, wenigstens in einer Instanz die Möglichkeit zu haben, seine Geschichte noch einmal vorzutragen und prüfen zu lassen. Doch auch wenn die Ablehnung des Asylantrags vom Gericht bestätigt wird, kann es Gründe geben, weshalb ein abgelehnter Bewerber nicht abgeschoben wird. Gemäß § 60a des Aufenthaltsgesetzes etwa dann, wenn der Flüchtling krank ist oder einen kranken Angehörigen betreut. Wenn er keinen Pass hat oder wenn seine Anwesenheit zur Aufklärung einer Straftat nötig ist. Und es gibt noch eine weitere Möglichkeit zu bleiben. Der abgelehnte Asylbewerber kann Revision einlegen und am Ende bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ziehen. Das kann Jahre dauern. Und in der Zwischenzeit bekommt der abgelehnte Asylbewerber maximal 359 Euro im Monat. Nur ein Bruchteil des deutschen Durchschnitteinkommens. Und doch für viele ein Anreiz zu bleiben. Denn in den Herkunftsländern herrscht meist bittere Armut. Die größten Gewinner der Migration sind die Migranten selbst.
Da entstehen die größten Wohlfahrtseffekte. Migranten wandern normalerweise aus ärmeren Regionen mit geringeren Einkommen, schlechteren Lebensbedingungen in Regionen, wo bessere ökonomische Bedingungen herrschen. Ist der Asylantrag endgültig abgelehnt und liegen keine Gründe zur Duldung vor, werden die Betroffenen abgeschoben. München Flughafen. Das Ziel der Maschine heute ist Pristina im Kosovo. Rückführungen laufen so ab, dass am Morgen in der Früh die Polizei vorbeikommt bei den Betroffenen, sie auffordert mitzukommen, ihre Sachen zu packen. Die Betroffenen dann in einen Polizeibus gesetzt werden und direkt zum Flughafen gebracht werden. Pro Flüchtling kostet so ein Rückführungsflug mindestens 300 Euro. Dazu kommen noch die Kosten für die Bundespolizei. 120 Rückführungen waren für heute eigentlich geplant. Heute sind 87 Menschen zurückgeführt worden in ihr Heimatland. Es sollten mehr sein eigentlich, ca. 30, 40 mehr. Da musste aber die Abschiebung insoweit storniert werden. Es tauchen doch einige Personen ab, sobald sie Wind bekommen von einer solchen Abschiebung. 2014 hat Bayern 900 Menschen abgeschoben. In diesem Jahr schon knapp 3.200. Dass es nicht noch mehr sind, liegt auch am großen Bearbeitungsstau beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Man spricht von 300.000 Anträgen, die noch zur Bearbeitung liegen. Je schneller das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge diese Bescheide erlässt, vollziehbare Ablehnungsbescheide, desto schneller kann auch die Rückführung letztlich organisiert werden. Doch die schnellere Bearbeitung von Anträgen allein kann die Lage kaum entschärfen. Denn ein Großteil der abgelehnten Bewerber wird offiziell geduldet. Nach den letzten sicheren Daten bis Juli haben von rund 180.000 abgelehnten Bewerbern nur 11% das Land wirklich verlassen. Knapp 72% werden geduldet. Der Rest entzieht sich der Abschiebung. Wird sich Deutschland so viel Toleranz auch bei steigenden Flüchtlingszahlen weiter leisten können und wollen? Es gibt Fälle, dass Menschen selber dazu beitragen, nicht abgeschoben zu werden, weil sie etwa ihre Pässe wegwerfen. Das ist nicht in Ordnung. Und mit dem großen Gesetzespaket, was wir beschlossen haben, wollen wir dort die Leistungen drastisch kürzen. Und dann gibt es Fälle, dass Drittstaaten ihre eigenen Staatsbürger nicht zurücknehmen. Das wollen wir dadurch ändern, dass wir dann sagen, dann gibt es auch weniger Entwicklungshilfe, wenn ihr nicht eure eigenen Staatsbürger zurücknehmt. Wir hatten gefragt, wer kommt zu uns und wer muss wieder gehen? Die Antwort ist schwierig. Wenn Leib und Leben bedroht sind, gilt das Grundrecht auf Asyl. Aber Menschen aus sicheren Herkunftsländern könnten entschiedener abgeschoben werden. Wer vor Armut flüchtet, wäre dann nicht mehr willkommen. Unser nächstes Kapitel. Die Krise ist auch ein Milliardengeschäft. Zum Beispiel für die privaten Wachdienste. Allein hier in Karlsruhe sind 32 Mann eingesetzt. Finanziert vom Steuerzahler. Es wird eine richtige harte Nacht. Wie gesagt, wird wahrscheinlich mein Tagschicht wird automatisch in die Nachtschicht reingehen. Das heißt, ich werde natürlich meine Leute hier nicht im Stich lassen. Ich setze jetzt auf meine 12 Stunden noch 3 Stunden drauf. Der große Ansturm und die Folgen. Wir fragen, können wir uns das überhaupt leisten? Nächtlicher Einsatz in Karlsruhe. Nur 200 Flüchtlinge können verlegt werden. 600 warten darauf. Der Einsatzleiter zieht alle verfügbaren Beamten zusammen. Denn ohne Polizei droht Ärger. Wir haben jetzt Kräfte von umliegenden Revieren. Insgesamt sind jetzt hier 22 Beamte eingesetzt zum derzeitigen Zeitpunkt. Dadurch ist natürlich auch der Regelbetrieb, der Alltag von anderen Revieren eingeschränkt. Das Revier Oschert hat im Moment gar keine Streife mehr greifbar, muss also alles, was dort anläuft, von anderen Revieren bewerkstelligt werden. Polizisten, die hier gebunden sind, fehlen für andere Einsätze. Die Flüchtlinge kosten Ressourcen, personell und finanziell, nicht nur bei der Polizei. Doch für viele geht es hier um mehr als nur Kosten und Nutzen. Die Frage, ob wir uns diese Flüchtlinge leisten können, ist falsch gestellt. Wir müssen uns diese Flüchtlinge leisten, denn wir haben ein Grundgesetz. Und dieses Grundgesetz war die Antwort auf den Nationalsozialismus. Es war die Antwort auf die Aufnahme oder, siehe Schweiz, auch Nichtaufnahme von aus politischen oder rassistischen Gründen Verfolgten, die auf diese Weise direkt in den Tod gegangen sind. Deutschland ist eines der reichsten Länder der Welt
und nimmt deutlich weniger Flüchtlinge auf als einige der ärmsten Länder. Fast immer sind die Nachbarstaaten von akuten Krisenregionen das vorrangige Ziel für Flüchtlinge. Zum Beispiel Jordanien. Ein Land mit 6,8 Millionen Einwohnern, etwas größer als Bayern, gewährt 630.000 Menschen Schutz und Zuflucht. Ein Verhältnis von 1 zu 10. Der noch kleinere Libanon hat schon mehr als 1 Million Menschen aufgenommen. Flüchtlinge machen dort rund ein Viertel der Bevölkerung aus. Das größte Flüchtlingslager der Welt liegt im Nordosten Kenias. Hier leben 650.000 Menschen. In Deutschland erhalten Flüchtlinge mehr Geld als in anderen europäischen Ländern. Dafür sorgt ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Lockt das Flüchtlinge an? Erhalten sie sogar mehr als Deutsche? Die Fakten. Ein Asylbewerber bekommt im Monat 40 Euro weniger als ein Hartz-IV-Empfänger. Eine Asylbewerberfamilie mit 3 Kindern 128 Euro weniger als eine deutsche Familie, die von Sozialleistungen lebt. Das können wir finanziell bewältigen, aber es wird natürlich nicht preiswert werden. Es wird möglicherweise auch zu Verwerfungen kommen, wenn einzelne Personen denken, ich bekomme jetzt nicht das, was ich mir vorgestellt habe, und Flüchtlinge bekommen doch so viel. Da muss man aufklären und muss sagen, dass das nicht so ist. Es darf nicht zu einer veritablen Opferkonkurrenz zwischen einheimischen Armen und ausländischen Flüchtlingen kommen, denn dann könnte das der Weg zu einer sozialen oder wie auch immer gearteten Explosion sein. An der Bröntby-Oberschule in Berlin wird in Integration investiert. In 3 sogenannten Willkommensklassen lernen Flüchtlinge 1 Jahr Deutsch, ehe sie dann in Regelklassen wechseln. Ich komme aus Nigeria. Ich lebe seit 7 Monaten in Deutschland. Ich komme aus Syrien. Ich komme mit dem Boot von Ägypten bis Italien. Ich muss Deutsch schnell lernen, weil wenn ich fertig bin, ich kann in Regelschule gehen. Eine ganze Klasse besteht hier nur aus Jugendlichen, die ohne ihre Eltern nach Deutschland gekommen sind. Türkei. Libanon. Irak. Wir haben Schüler, die mit 17 Jahren 0 Jahre Schulerfahrung haben. Und wir haben hervorragend ausgebildete, vor allem aus Syrien, Schüler, die mit 10, 11 oder teilweise 12 Jahren Schulausbildung herkommen und von Anfang an Englisch gelernt haben, aber jetzt noch mal hier in die deutsche Sprache eintauchen müssen, um überhaupt weitergeführt werden zu können. Erfolg im deutschen Schulsystem ist auch für ausländische Schüler mit guter Vorbildung schwierig. Zumal es an Lehrern mangelt. Die Schwierigkeit liegt darin, dass eigentlich alle Schulentwicklungspläne davon ausgehen, dass die Schülerzahlen rückläufig werden. Sodass alles darauf ausgerichtet war, Schulen eher zu schließen als zu erweitern. Wir brauchen ein Wohnungsbauprogramm, wir brauchen besser ausgebaute Schulen, wir brauchen mehr Bildung. Von daher kann dies ein Impuls sein, der generell ausstrahlt, dass diesen Feldern in unserer Gesellschaft, die kurzfristig keinen Profit bringen, aber langfristig für unser Land enorm wichtig sind, dass dort mehr Geld hinfließt. Profitiert Deutschland von den Flüchtlingen oder werden wir draufzahlen? In unserer Umfrage sehen nur 18% eher Vorteile, ein Drittel eher Nachteile und mehr als die Hälfte Vor- und Nachteile. Die Sorgen um unseren Wohlstand überwiegen also. Deutschland hat viele Einwanderungswellen erlebt. Alle haben das Land am Ende gestärkt und neue Impulse mit sich gebracht. Das Ende des Zweiten Weltkriegs etwa löst die größte Zuwanderung der deutschen Geschichte aus. 12 Millionen fliehen oder werden aus dem Osten vertrieben. Aus Schlesien, Ostpreußen, Pommern und dem Sudetenland. Sie sind erst nicht willkommen und dann wichtiger Motor des Wiederaufbaus. Mitte der 50er Jahre, im sogenannten Wirtschaftswunder, mangelt es an Arbeitskräften. Millionen werden als sogenannte Gastarbeiter angeworben. Aus Italien, der Türkei und Portugal.
Das Ende der Sowjetunion löst dann die nächste große Welle aus. Fast 2 Millionen Russlanddeutsche werden in den 90er Jahren gut integriert. Trotz damals hoher Arbeitslosigkeit. Erst Kontakt mit dem deutschen Gesundheitssystem. Jeder Flüchtling muss zur Eingangsuntersuchung. Um dem Ansturm gerecht zu werden, arbeiten hier in Neumünster zusätzliche Ärzte ehrenamtlich. Ich will wissen, ob jetzt durch diese Flucht bei der Reise akute Verletzungen aufgetreten sind und ob jemand, wenn er jetzt hier ist, noch irgendwelche komischen Hautekzeme oder ansteckende Erkrankungen mitbringt. Nach der Erstuntersuchung dürfen Asylbewerber nur noch in akuten Fällen medizinische Leistungen in Anspruch nehmen. Dennoch entstehen für deutsche Steuerzahler und Krankenversicherte Kosten in Millionenhöhe. Was die Krankenversicherung angeht, da haben wir natürlich auch bei alten Zuwanderern immer das Problem, die rutschen uns in die Krankenversorgung, die rutschen uns aber auch in die Pflege. Und die Leistungen, die diese Menschen erhalten, haben die natürlich nicht in die Systeme entsprechend eingezahlt. Noch teurer ist die Unterbringung. Eine französische Firma kaufte dieses baufällige Luxushotel im Schwarzwald und vermietet es jetzt für gutes Geld an die Bezirksregierung. Die Franzosen machen doppelt Gewinn. Denn die dringende Renovierung zahlt die Kommune auch. Und Asylbewerber dürfen sogar mitarbeiten. Für einen Bruchteil des Mindestlohns. Wir sind Asylsuchende. Und Asylsuchende dürfen auch bei uns natürlich als gemeinnützige Mitarbeiter mitarbeiten. Die kriegen dann 1,50 Euro die Stunde. Das ist gesetzlich geregelt. Wird über das Regierungspräsidium auch übernommen. Das Geschäft mit der Krise boomt. Die Umsätze in manchen Branchen steigen sprunghaft an. Integration, Ausbildung, alles kostet natürlich Geld, das ist gar keine Frage. Aber auch das wissen wir von früher. Jeder Euro, den wir früh anlegen in Sprache, in Ausbildung, rechnet sich später für alle. Denn wenn die Menschen in Arbeit kommen und Steuern zahlen können, hat immer die gesamte Gesellschaft etwas davon. Wir hatten gefragt, können wir uns das leisten? Die Antwort ist ökonomisch eindeutig. Bei guter Konjunktur sind die Kosten nur kurzfristig ein Problem. Langfristig bringen uns die Investitionen voran. Und neue, junge Arbeitskräfte halten Deutschland konkurrenzfähig. Viele Unternehmen haben Jobinitiativen für Flüchtlinge angekündigt. Auch die Deutsche Bahn. Personalvorstand Ulrich Weber stellt sich auf neue Herausforderungen ein. Es kommen ja Tausende, Zehntausende, von denen wir gar nicht wissen, wer bringt eine irgendwie geartete Ausbildung, eine Qualifikation mit, welcher Art, mit welchen Abschlüssen. Das sind alles Fragen, die wir versuchen müssen zu beantworten. Die Wirtschaft spielt eine Schlüsselrolle bei der Integration. Unsere nächste Frage, wen wollen wir haben? Nicht alle, die nach Deutschland kommen, haben realistische Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Knapp ein Drittel gibt an, nur wenige Jahre oder gar nicht zur Schule gegangen zu sein. Ein paar von denen, die wir bekommen, sind sehr jung und könnten vielleicht auch tatsächlich unsere Lehrstellen ausfüllen, die wir im Moment mit Deutschen nicht belegen können. Das ist ganz klar. Ein paar. Ob wir die Masse dann entsprechend auch finanzieren wollen, denn die Masse wird da nicht unterzubringen sein, das ist eine andere Frage. Der entscheidende Irrtum liegt darin, anstelle der humanitären Pflicht zur Aufnahme von Flüchtlingen die ökonomische Ratio zu setzen. Das würde bedeuten, dass man sich von einem Rettungsschiff herunterbeugt und sagt, bitte alle Diplom-Ingenieure an Bord, der Rest bitte weiter rudern. Bei der Deutschen Bahn laufen erste Pilotprojekte. Rund 100 Stellen. Nicht viel angesichts des Zustroms, aber ein Anfang. Dann werden wir herausarbeiten, sind die Abschlüsse, die er mitbringt, so, dass wir sie anerkennen können, oder er bekommt neue Zertifikate nach unseren Standards. So, dann wird er begleitet von Sozialpädagogen, von Sprachlehrern, von unseren Ausbildern, von Vorgesetzten. Es ist so aufwendig, wie es sich anhört.
Das, was wir brauchen, ist eine politische Einigung darüber, wie viele werden wir hier aufnehmen. Und dann müssen wir per Einwanderungsgesetz festlegen, mit welcher Quote wir welche Qualifikationen in welche Arbeitsmarktsegmente einwandern lassen. Und wenn wir das tun, dann sind wir viel rationaler unterwegs und dann sind die ganzen Gefühlsduseleien, die gefährlich sind für unsere Gesellschaft, endlich mal vom Tisch. Ähnlich sieht das die Mehrheit der Bevölkerung. Nach unserer Umfrage wollen 80% ein Einwanderungsgesetz, nur 20% nicht. Deutschland soll Einwanderung endlich klarer steuern können, ohne das Asylrecht in Frage zu stellen. Wie Integration gelingen kann, zeigt der Fall von Ebar aus Syrien. Erst ein Dreivierteljahr ist der junge Mann in Deutschland. Er geht auf die Berufsschule in Rostock und will Schiffsmechaniker werden. In einem Integrationskurs habe ich Deutsch gelernt, ja, aber nicht Mechanikervokabel oder diese Sachen. Aber muss ich sagen, ich finde mich immer besser. Also jeden Tag finde ich immer besser, habe ich etwas neu gelernt, etwas neu. Und glaube ich, das schaffe ich. Das hoffe ich auch. Ebar hat es schon fast geschafft. Er hat einen Vertrag mit einer Reederei in der Tasche. Voraussetzung waren Aufenthaltsgenehmigung, syrisches Abitur und großes Engagement. Ebars Chef hofft auf Dynamik für den Arbeitsmarkt. Ich glaube, wenn jetzt mehr Kriegsflüchtlinge nach Deutschland kommen, wir müssen in manchen Dingen etwas umdenken. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir ihnen Chancen geben und sie nicht nur willkommen heißen. Wenn wir den Menschen sprachliche Integration ermöglichen und die Möglichkeit bieten, ihre beruflichen Fähigkeiten so zu ergänzen, dass sie auf dem Arbeitsmarkt oder auch als Unternehmer tätig werden können, dann ist das der beste Weg zur Integration und auch der beste Weg, die Lücken zu schließen, die wir aus demografischen Gründen am Arbeitsmarkt haben. Deutschland braucht künftig Zehntausende junge Arbeitskräfte. In einer Berliner IT-Firma absolviert Amre Al-Kudeh ein Praktikum. Also ich will nur in Deutschland bleiben. Ich habe mir viel Mühe gegeben, Deutsch zu lernen. Deshalb kann ich jetzt Deutsch. Das war nicht einfach zuerst. Amre kam ursprünglich mit einem Studentenvisum aus Syrien. Dann beantragte er Asyl. Seit der Anerkennung darf er arbeiten. Amres Chef ist selbst aus der Türkei eingewandert. Wenn jemand das bis nach Deutschland schafft, dann bringt er schon erstmal sehr viel Energie mit und auch unglaubliches Organisationstalent. Also wenn ich oft Touristen sehe, die pauschal gebucht haben am Flughafen, nicht mal in der Schlange stehen können, dann ist es schon ein Wunder, dass die Leute mit ihren Kindern nach Deutschland schaffen. Und das ist natürlich, das sind Leute, die wir auch suchen. Aber nicht nur die Wirtschaft steht durch die Flüchtlinge vor neuen Herausforderungen. Auch die innere Sicherheit. Kommen mit dem Exodus aus Nahost auch gefährliche Islamisten zu uns? In seiner Freizeit hilft Amra als Dolmetscher. Seine Erfahrungen mit vermeintlich syrischen Flüchtlingen sind alarmierend. Es gibt Leute, die kommen aus allen arabischen Ländern, nicht Syrer, aus Irak, aus Libanon. Es gibt auch die Leute, die sind überhaupt nicht Araber. Die kommen aus Afghanistan, die kämpfen in Syrien jetzt. Und sie sammeln Geld. Sie haben jetzt, sie kriegen danach also falschen Reisepass. Und sie kommen nach Deutschland als Syrer und sie beantragen hier als Asylbewerber oder Flüchtlinge als Syrer. Und sie können überhaupt nicht Arabisch. Man kann nicht einfach sagen, gut, jemand klopft an die Tür eines Hauses und sagt, ich bin Flüchtling. Und man sagt sofort, bitte kommt hinein. Man würde das nicht machen. Man möchte wissen, wer diese Leute eigentlich sind. Wo sind die Beweise für das, was sie sind? Tausende Dokumente müssen täglich geprüft werden. Schlecht gemachte Fälschungen sind für Experten leicht zu erkennen. Gute nur mit hohem Aufwand. Wir haben hier einen türkischen Reisepass. Das ist das Bild, wenn man es mit normalem Auge sehen würde. Man kann den fürs menschliche Auge sichtbaren Bereich durch die Zuschaltung von diversen Filtern kann man den erweitern. Wir befinden uns jetzt hier im Infrarotbereich. Und man kann hier schon leicht erkennen, hier unten, dass hier
Abdruckspuren von einem ursprünglichen Lichtbild mit anderen Konturen sichtbar wird. Wer sich keinen gefälschten Pass leisten kann, wirft seinen echten einfach weg. Bis zur Feststellung der wahren Identität kann der Flüchtling dann erstmal nicht abgeschoben werden. Personen müssen normalerweise mit einem Pass einreisen, brauchen ein Visum. Und insoweit findet dann auch schon eine Vorprüfung durch uns statt. Wenn die Personen irregulär über die Grenze einreisen, ohne Pass, ohne Registrierung, wissen wir nicht, wer da ist, kennen ihre Klarnamen nicht und können es nicht abprüfen. Wir können die Sicherheit in Deutschland nicht garantieren, aber wir tun unser Bestes. Im August lässt die Generalstaatsanwaltschaft Baden-Württemberg einen mutmaßlichen IS-Terroristen festnehmen. Der Marokkaner lebte bis dahin mit falschen Papieren in Ludwigsburg, in einem Asylbewerberheim. Spanien führt ein Ermittlungsverfahren gegen einen 21-jährigen Marokkaner. Nach dortigen Erkenntnissen ist dieser verdächtig, die Terrororganisation IS unterstützt zu haben, unter anderem als Anwerber. Auch soll er beabsichtigt haben, einen Terroranschlag in Spanien zu verüben. Datenspuren in sozialen Netzwerken haben die spanischen Ermittlungsbehörden dazu gebracht, dass dieser Verdächtige sich im Großraum Stuttgart aufhalten könnte. Untergetaucht im Flüchtlingsheim. Hier hat der mutmaßliche Terrorist über Monate unerkannt gelebt. Sein ehemaliger Zimmergenosse will nicht erkannt werden. Er hat mit mir zusammen gewohnt. Mit Ihnen im Zimmer? Ja, ja, wir zwei. Ich kannte ihn vorher nicht. Er hat dort drüben geschlafen. Er sprach immer am Telefon. War er Marokkaner? Er war Marokkaner. Sprach er Französisch? Er sprach Spanisch. Mehr als 100 Flüchtlinge sind wegen Terrorverdachts bislang überprüft worden. Die meisten ohne Ergebnis. Wir haben natürlich gerade von den Flüchtlingen immer wieder Hinweise auf mögliche Personen, die Mitglieder von terroristischen Vereinigungen waren in Syrien, in Irak. Wir haben eine größere einstellige Zahl, die wir sehr, sehr ernst nehmen, wo wir sagen, der Hinweis ist werthaltig. Da führen wir auch noch Ermittlungen, wir oder aber die Bundesländer. Man braucht nicht sehr viele Islamisten zu haben, um ein Sicherheitsproblem herzustellen. Viele Flüchtlinge kommen aus muslimischen Familien. Sind sie anfällig für Anwerbungsversuche von Salafisten? Wir haben für Deutschland insgesamt mindestens 60 Versuche gezählt, wo Kontaktaufnahmen stattfanden von Salafisten oder Islamisten gegenüber Asylsuchenden. Entweder vor Flüchtlingsunterkünften oder aber schon an Bahnhöfen, so als Willkommensgruß. Zum anderen haben wir eine sehr große Zahl von jungen Flüchtlingen, auch unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Da sehen wir ein Risiko, wenn sich deren Hoffnungen, Träume, Wünsche hier in Deutschland nicht so schnell realisieren lassen, dass die möglicherweise in deren Fänge geraten. Wir hatten gefragt, wen wollen wir haben? Aus Sicht der Wirtschaft und der inneren Sicherheit. Die Antwort liegt in einem Wort: Integration. Denn wer in Deutschland Arbeit und Wohlstand findet, ist weniger anfällig für Fanatismus. Und auch der Industrie nutzen die neuen Arbeitskräfte nur, wenn sie gut integriert sind. Bürgerversammlung in Sasbach-Walden. Knapp eine Woche nach dem Einzug der ersten Flüchtlinge. 750 sind schon da. Eigentlich waren nur 500 vorgesehen. 800.000 Flüchtlinge und mehr. Schaffen wir das wirklich? Es ist die Frage, die derzeit Deutschland wohl am meisten bewegt. Viele in Sasbach-Walden leben vom Tourismus. Jetzt bleiben die ersten Gäste aus. Asylbewerber stören das Schwarzwald-Idyll. Wie sieht die Unterstützung für meinen Mitarbeiter aus und selbst für mich, wenn ich den Betrieb nicht mehr halten kann? Ich finde es unheimlich betrüblich, dass Menschen finanzielle Einbußen haben. Aber dann finde ich, sollten wir alle doch diesem Denken entgegensteuern. Wer ist denn von diesen Flüchtlingen eigentlich Christ und wie viele sind vom Islam? Die Gefahr, dass Deutschland vom Islam überfallen wird, wird immer größer. Die Sorgen und Ängste, die hier im Schwarzwald zu hören sind, spiegeln sich auch in unserer repräsentativen Umfrage. Wir hatten gefragt, sehen Sie in den Flüchtlingen eine kulturelle Bereicherung oder die Gefahr sogenannter Überfremdung?
Fast die Hälfte der Befragten, 46%, sehen eher Gefahr. Nur 26% sehen kulturelle Bereicherung. Etwas mehr als ein Viertel glaubt, es wird sich nicht viel ändern. Wir sind ein Land geworden, in dem Menschen verschiedener kultureller Herkunft zusammenleben. Und daher glaube ich auch nicht, dass Flüchtlinge Deutschland auf Dauer strukturell hier verändern werden. Sie werden genauso Teil dieser Gesellschaft werden, wenn man sie lässt. Vor knapp einem Jahr beginnt in Berlin-Köpenick der Bau eines Containerdorfs. Inmitten einer Wohnsiedlung sollen 400 Asylbewerber leben. In mehreren Berliner Stadtteilen laufen damals, 2014, die Bürger Sturm. Stramme Sprüche und Mahnwachen. Asylbewerber wollen sie nicht als Nachbarn. Das ist eine ganz andere Kultur, die haben ganz andere Maßstäbe und die passen hier nicht rein. Schrecklich, ganz ehrlich, schrecklich. Und wieso? Weil wir nur Probleme haben mit den Leuten. Nicht jetzt wegen der Rasse, aber die bilden sich ja ein, dass sie hier die absoluten Macker sind und was weiß ich nicht alles. Nee, ich finde das scheiße. Heute haben sich die Gemüter weitgehend beruhigt. Technisch versierte Bürger laden zur wöchentlichen Fahrradwerkstatt. Vor allem Kinder lieben die gemeinsame Schrauberei. Das Angebot steht allen offen. Ja, der Schalter schaltet dir das Licht ein und aus. Ja? Hinten und vorne. Ja? Und jetzt brennt das Licht. Wir isolieren uns hier nicht und sind hier auch nichts Besonderes, sondern hier sind einfach neue Nachbarn aus anderen Ländern und die sollen halt mit den anderen Nachbarn gut zurechtkommen und das klappt immer besser. Unsere Umfrage zum Thema Hilfsbereitschaft bringt erstaunliche Zahlen zum Vorschein. 23% der Deutschen geben an, schon jetzt Flüchtlingen ehrenamtlich zu helfen. 19% sagen, sie hätten vor, das zu tun. Mitten in Zeiten des großen Ansturms sind das mehr als 40% der Bevölkerung, die aktiv sind in Sachen Willkommenskultur. In Berlin-Köpenick haben sich die Befürchtungen der Anwohner nicht bestätigt. Ich freue mich eigentlich, dass die Kinder da sind und so fröhlich spielen können. Es sind viele Kinder da, aber sie haben eben noch nicht begriffen, dass eine Fahrbahn ist. Ne? Klar hat man am Anfang bestimmt seine Bedenken gehabt, aber alles positiv. Ich habe keine Belästigung unterwegs auch nicht gemerkt und gar nicht. Also ich kann mich nicht negativ äußern. Wir hatten gefragt, 800.000 Flüchtlinge und mehr. Schaffen wir das wirklich? Das Fazit ist gemischt. Deutschland ist hilfsbereit und wirtschaftlich stark. Der große Ansturm hebt uns nicht so leicht aus den Angeln. Die Frage ist nur, ob das bei anhaltend hohen Flüchtlingszahlen auch so bleibt. Hier muss erst mal Vertrauen auch wachsen, dass man gut zusammenleben kann und dass man auch eine gemeinsame Basis von Werten teilt. Die Aufnahmefähigkeit Deutschlands ist endlich. Wir müssen die Zahl begrenzen. 800.000 pro Jahr sind deutlich zu viel. Aber es gibt dafür nicht den einen Schalter, sondern wir brauchen internationale Maßnahmen, europäische Maßnahmen und nationale Maßnahmen. Wir haben schon mal solche Flüchtlingsströme bewältigt. Wir werden das schaffen. Wir sind das reichste Deutschland, das es in diesem Deutschland jemals gegeben hat. Und insofern schaffen wir es auch. Aber es wird was kosten. Man darf immer nicht vergessen, wir leben in diesem Land nicht von Bodenschätzen, sondern wir leben von den Menschen, von den arbeitenden Menschen. Das ist unser Gut und darin sollten wir auch investieren. Die Flüchtlingskrise gilt schon jetzt als größte Herausforderung seit dem Fall der Mauer. Welches Deutschland wir wollen, ob Flüchtlinge weiter willkommen sind und vor allem wie viele, müssen wir am Ende selbst beantworten. Spätestens bei den nächsten Wahlen.